Ein Willkommen zurück bei Ukulele. Ukulele, wie ich immer noch gerne sage, was ist das denn? In der ersten Welt sind wir noch und ich muss mal reden. Was ist das? Und was stellst du da? Ein Papagei. Ein Pechstück. Ich wurde von Kapital PS Schergen zerrissen und in diesen Dschungel geworfen. Erinnert auch an Banjo-Tooie, da gab es auch ein Puzzleteil, was in mehrere Teile zerstört wurde. Meine anderen Stücke wurden in der Nähe verstreut. Bitte findet meine anderen drei Teile, damit ich wieder gegärmt sein kann. Drei Teile noch. Du armes Ding, keine Bange, wir werden dich mit dir selbst wiedervereinen. Ja, wir Deutschen wissen, wie Wiedervereinigung geht. Ich dachte, das hier wäre ein modernes Spiel, Yoka. Sammelobjekte sollten schon einteilig sein. Was? Wieso denn? Ist es bei älteren Spielen anders gewesen? Moment, ich will erstmal hier oben die zwei Federn einsammeln. Und dann rutschen wir wieder runter. Jetzt werde ich natürlich später vergessen, dass ich hier oben noch nicht war, wahrscheinlich, weil die Federn weg sind. Naja. Im Moment würde ich sagen, bin ich schnell genug unterwegs, wenn ich laufe. Oh, da ist was. Ich bin das zweite Päckchenstück. Noch zwei Federn. Also noch habe ich nicht das Bedürfnis, die ganze Zeit nur rumzurollen. Also ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass man das nur begrenzte Zeit lang kann. Ich glaube, da wird ein Schwein belästigt. Ross gebraten? Bist du's? Mann, komm, guten Tag, junge Krieger. Ich wette, du hast einen Namen, der hier irgendwie mit Gewicht zu tun hat. Sag, wie heißt du? Man nennt mich Sir Skovsalot. Ich bin ein stolzer Ritter von Hammerlot. Glaube ich kaum. Ich wusste es. Gut, dann bericht uns mal von deiner kühnen Schatzquest. Wahrhaft. Meine Ritter, Kameraden und ich befinden auf einer kühnen Jagd nach dem heiligen Schatzplatz des großen Rampo. Ich glaube, er kann nicht richtig reden. Es ist keine Übersetzungsfehler. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf vier verschiedene Orte aufgeteilt. Ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig zu überlastet, um sie zu finden. Ja, dann ist doch nicht so viel. Würdet ihr mir helfen, meine Ritterkameraden und den Schatz zu finden? Ja, muss ich das sofort machen? Keine Bange. Skovsalot. Wir werden dir helfen, deine Ritter zu finden. Skovsalot. Woran ist das die Anspielung? Das was Englisch ist? Hervorragend. Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe. Erlaubt mir, euch einen Hinweis zu geben. Es gibt ja uns Hinweise, als wäre es ein Spiel. Ich dachte, ich muss ihm helfen. Meine Füße sind nass, doch nicht in Sorge versinken. Ich werde in Firmstadt schon nicht ertrinken. Alles klar. Falls wir es vergessen sollten, kommen wir wieder und fragen dich nochmal. Man könnte es ja auch aufschreiben. Oder aufnehmen. Ich habe noch irgendwas gehört. Doch bestimmt diese Peachy-Platten. Ah, jawohl. Schön, dass es akustische Geräusche macht. Wie das dritte Peachy-Stück. Eins fehlt noch. Das wird auch hier irgendwo in der Nähe sein. Da war das erste. Ich habe irgendwas gehört wieder. Klang fast so wie ein Jinjo, aber die gibt es hier wohl auch nicht. Erstmal noch ein paar Federn. Ach, die machen die Geräusche, denke ich mal. Nee, doch nicht. Wahrscheinlich hat sich hier irgendjemand versteckt. Vielleicht aber auch nicht. Ah, da ist das letzte. Hoffentlich kriege ich jetzt automatisch das Peachy. Puzzleteil, will ich immer sagen. Wow, da sind alle. Und jetzt komm zurück und setz mich zusammen. Ja, immer bleibt an den Deutschen hängen.
Und genau da. Ihr habt alle meine Stücke gefunden. Endlich bin ich frei. Aber nicht lange, Goldchen. Ja, weil ich den ja jetzt mitnehme. Und in meine Tasche sperre. Ja, damit. Ja. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ach ja, hier rüber und weiter gucken. Irgendjemand lacht hier. Aber ich weiß noch nicht, wer. Wer bist du und was willst du? Zeige dich. Nee, da gibt's gar nicht mehr anscheinend. Vielleicht von einer anderen Seite. Und die Ritter scheinen hier auch nicht zu sein. Der Hinweis hat mich ja irgendwo anscheinend hinlocken sollen. Woanders hin? Vielleicht hier hoch. Noch mehr Charaktere. Was bist du denn? Also mit B kann ich dich nicht anreden. Was sonst eigentlich der Fall ist. Oh, ich glaube, ich weiß, wer hier ist. Mr. Schlangi. Hallo, hab deinen Walkie-Talkie gehört. Schau an, wie krass. Meine alten Kameraden. Bitte kommt in mein Büro. Was für ein Büro? Was für ein Büro? Sieht eher aus wie ein zerbröckelnder alter Tempel. Ach ja, kümmert euch nicht drum. Die besten Designer an der sind an der Sache dran. Ihr habt schon Preise gewonnen. Nur vom Feinsten. Und dann sind sie zu Microsoft gegangen. Wie dem auch sei, ich nehme an, ihr seid wegen Krauses berühmten Manövern für Fortgeschrittene hier? Ja, bitte. Wir haben ein paar neue Tricks dringend nötig, Krause. Allerdings. Super. Wenn ihr meine lieben Freunde seid, werde ich euch einen echten Boss-Knacker lehren. Für nur 30 Feder. Und da ist das Spiel echt gecrashed. Und als ich wieder gestartet habe, bin ich hier gelandet. Deswegen sprechen wir kurz mit dem und dann gehen wir direkt wieder rein und zur Schlange. Ihr seid wieder da und lebt noch. Dieser Schlangentyp hat seine Wette also scheinbar verloren. Ja, wir. Moment mal. Welche Wette? Diese Großmelzer können nun gefährliche Orte sein. Aber es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Großmelzer wie dieser hier können erweitert werden. Mit der Kraft der Pages, die ihr gefunden habt. Eine Erweiterung macht die Buchwelten größer und füllt sie mit zusätzlichen Herausforderungen. Interessantes System. Die es zu entdecken gilt. Klingt cool. Wie funktioniert das? Wenn ihr genug von uns Pages gefunden habt, könnt ihr euch entscheiden. Entweder erweitert ihr einen Großwälzer, den ihr schon geöffnet habt, oder ihr durchsucht die Wori Towers nach einem neuen Großwälzer, den ihr mit uns freischalten könnt. Ja, ich hoffe mal, dass ich im Endeffekt alles mitnehmen kann am Ende. Nicht, dass ich mich entscheiden muss zwischen Content. Erweitern oder erkunden. Ja, ihr habt die Wahl. Die Reihenfolge ist dabei auch beliebig. Ah, das wollte ich hören. Hauptsache, ihr habt bei eurem Abenteuer genug Pages gesammelt. Und wie genau nutzen wir unsere Pages, um einen Großwälzer zu erweitern? Pagey? Das ist ganz leicht. Tritt einfach auf den Schalter vor dem Großwälzer und drücke auf A. Ich werde dir sagen, wie viele Pages erforderlich sind und den Wälzer erweitern. Alles klar. Wir machen dann jetzt mal weiter mit unserem Abenteuer. Und sagen dann noch, ob wir erweitern oder erkunden wollen. Ich möchte vor allem nochmal hier rein. Muss ich dafür nochmal auf... Moment. Ich muss wohl... Ach so, so ging das. Gut. Da ist das Spiel gecrashed und ich hoffe, das kommt nicht mehr vor. Einige Tricks... Ja, das kenne ich schon. Den Tipp. Irgendwas mit Modifikation, was ich nie lesen kann, weil die Ladezeiten zu kurz sind, um das noch lesen zu können.
Jo, ich will diesen Move noch lernen. Ich hoffe nicht, dass an dieser Stelle dann wieder alles zusammenbricht. Aber ich bin ja froh, dass ich wohl alles gespeichert habe. Oder? Habe ich diese Feder echt nicht eingesammelt? Ich weiß nicht. Und ich frage mich auch, ob ich die Federn wirklich abgeben muss oder nur vorweisen muss, wie die Noten in Banjo-Kazooie. Denn die ersten 5 Federn habe ich ihm ja damals auch nicht gegeben, als er die Tür öffnete am Anfang. Deswegen ist es eine komische Art, wenn man das Bezahlung nennt, wenn er es gar nicht bekommt. Was ist das denn da oben? Irgendwas Komisches. Ich will noch gucken, wo ich denn war. Muss mich noch zurechtfinden. Es ist ein großes Level. Ist auch ein schönes Gefühl, weil man sich hier noch gar nicht zurechtfindet. Man muss jetzt erstmal alles kennenlernen. Und hier oben war das. Moment, ich gucke nur kurz. Ja, das habe ich eingesammelt. Und hier sieht man auch 2 Pages. Ich hatte 3 und habe gerade 1 abgegeben. Oder wie war das? Bin mir noch nicht ganz sicher. Hauptsache, ich muss nicht schon mal gegen die Wolke kämpfen. Jo, jetzt aber. Hoffentlich gibt es nochmal den Dialog von Anfang. Schau an die Kraft meiner alten Kameraden. Ja gut, das können wir kurz überspringen, bis wir wieder an der Stelle sind. Wie die macht frei. Ja, genau deswegen. Ja, bitte, wir haben dringend ein paar Tipps. Nötig. 30 Federn habe ich. Moment mal, wir hatten eine Abmachung. Wir schalten Welten frei und du gibst uns Gratis-Kram. Meine Gratis-Trick gibt es leider nur in dem Divory Tower. Also in der Oberwelt. In den Weltverwelten gibt es das nicht. So ein Betrug. Wieso die typische Marketingfirma? Erstmal mit Gratis-Zeug locken. Wenn interessiert, dann füllen wir die erforderlichen Formulare aus. Das ist ja wie irgendwie so ein Freemium-Programm oder wie. Moment, so Nahschuss. Was? Ich kann mir den Move schon aussuchen. Cool. Und alles kostet 30. Aber ich glaube, ich habe nicht 90 bisher. Ich habe ja 47, sieht man unten in der Mitte. Dann kann ich mir einen aussuchen. Schieße super Sonarschüsse, um Geheimnisse zu zeigen. Sonarschüsse, das ist wie mit dem U-Boot in Banjo-Tooie, glaube ich. Das war ziemlich nutzlos. Schlürfe essbare Objekte und schieße mit... Oh, das klingt interessant. Ein super Trick. Danke für den Hinweis. Nur noch eins übrig. Das scheint echt gut zu sein, aber ich nehme trotzdem den Schlürfschuss. Der scheint mir gerade am sinnvollsten zu sein. Für den Anfang zumindest. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja. Wer damit? Okay, Wobby, bring uns was Cooles bei. Nun gut. Seid ihr bereit? Dieser nächste Trick ist etwas ganz Besonderes. Ein wirklich toller Trick. Nur zu, raus damit. Wir müssen ein paar Magiebücher füllen. Wenn du vor essbaren Objekten wie Beerenbüschen stehst, kannst du B drücken, um sie zu essen. Toll, nicht wahr? Das ist alles. Wir hätten diese Federn für die Casino-Welt aufheben können. Was für eine Casino-Welt? Kratzt in den Hals bei dieser Stimme. Voll Blut, Lady. Da steckt sicher mehr dahinter. Ja, ich will ja damit schießen können. Natürlich. Wenn du danach im Essen X drückst, spuckt unser grüner Freund sein Essen als Schleimgeschoss aus. Völlig nutzlos. Was willst du uns denn als nächstes beibringen? Jemand einen fahren lässt? Ich glaube, der würde ganz gut sein, dieser Move. Naja, eigentlich. Naja, eigentlich. Kommt es wahrscheinlich noch. 17 Federn nur noch. Okay, ich habe sie echt abgeben müssen. Glaube es nicht. Komm mal wieder. Ihr werdet diese Tricks brauchen, um euer Buch zu finden. Oha. Oha. Ich hätte eigentlich gerne Stampfattacke, aber die wollten wohl vor allem neue Tricks bringen. Solange sie nicht so komisch sind wie in Banjo-Tooie teilweise. Die waren ja doch irgendwie merkwürdig und skurril. Jetzt wäre vielleicht das Sonar gar nicht mal so schlecht. So, ich wollte kurz einen Strauch finden und das mal ausprobieren. Einfach normal einsaugen und dann mit X abschießen.
Aber noch weiß ich gar nicht, was für Sträucher der meinte. Hier, das? Nein, der will auch reden. Komisch. Ist das hier ein Brombeerstrauch? Nö. X ist dann diese Attacke. Aber das ist jetzt noch nicht die Spuckattacke. Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das finden wir schon raus. Die Welt ist so groß. Ich finde mich noch nicht wirklich zurecht. Sehr unübersichtlich. Kann gut sein, kann aber auch nerven, wenn man irgendwann nicht den Überblick bekommt. Ich stehe in der Luft. Das ist ja ein Zeichen für hohe Qualität. Bei Banjo-Kazooie gab es sowas nicht. Aber es ist ja ein Chamäleon, ne? Es hat sich jetzt irgendwie der Luft angepasst. Zumindest untenrum. Gut, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin. Tschüss.